ein Führertanz, den wir jetzt sehen von der Trachtengruppe aus dem Mürztal. Du bist ja noch ganz eine junge Harmonikaspielerin. Wie lange spielst du schon bei der Gruppe? Ich glaube seit drei Jahren. Und du kommst selber woher? Aus Kindberg, also mitten im Mürztal. Bitte schön, und dann sehen wir jetzt die Doppelzer Kreuzpolter. Die Doppelzer Kreuzpolter, die wir da gesehen haben, jetzt vom Trachtenverband Mürztal, super da, das ist die Chefin. Aha, dann kommen wir auf die Seiten her. Darf ich den Namen fragen? Marianne. Die Marianne, wie lange gibt es euch schon so als Trachtenverbandsgruppe? Die Trachtenverband gibt es nächstes Jahr 75 Jahre. Ich bin uns gut gefolgt, glaube ich. Schaut es noch gut aus, dafür, gell? Ja, wir sind richtig gut aus und schaut, dass wir Fisch bleiben. Ja, und da sind ja Tänzer aus mehreren Orten benannt, gell? Ja, das besteht aus dem Verband Mürztal, das ist Langenthal, Feig, Sprieker, Kiesbergheim. Ja. Und da gibt es überall auch Gruppen? Da gibt es Gott sei Dank noch Gruppen, ja. Die sind zwar schon sehr klein, aber wir hoffen auch von mehreren. Also sucht es auch einen Nachwuchs? Wir suchen ganz dringend Nachwuchs und wir versuchen irgendwie Werbung zu machen. Jedes Alter ist willkommen und wir hoffen, dass wir wirklich wieder stärken werden. Ja, das wünschen wir euch auch, dass wieder junge nachkommen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass es braucht und erhalten wird. Was werden wir jetzt als nächstes sehen? Eine Heukanzel.